Ende Juli ist an der Zeit, dass man jetzt einmal nachdüngt. Und zwar vor allem die Starkzehrer. Starkzehrer sind ja unter anderem die Tomaten, die Gurken, Zucchinis, Paprika. Und aber auch die anderen Pflanzen alle, wie Kohlpflanzen, meine Riesenkohlrabi, die ich da habe, die brauchen jetzt wieder Nahrung. Weil jetzt haben sie einfach gefuttert, die erste Portion, und jetzt brauchen sie wieder. Ich mache das jetzt so, dass ich, wo ich hinkomme, streue ich meinen organischen Biodünger. Wie jetzt da an den mickrigen Tomaten, sage ich jetzt, das ist mein Restebeet. Da sind alle mickrigen Pflanzen ja drin gewesen. Die sind aber auch ganz schick gewachsen. Aber die brauchen ja auch Nahrung. Ne? Streue ich einfach ein bisschen rum und hack das dann ein. Weil beim nächsten Gießen oder beim nächsten Regen, dann schwemmt es nämlich schön ein. Und dann, das ist ja auch ein Langzeitdünger, Kurz- und Langzeitdünger. Und dann bekommen die jetzt ab sofort schon ihre Nahrung. Beim Paprika mache ich das so, weil da habe ich ja mit Stroh gemulcht und da kann man schlecht hacken. Ne? Also das geht ganz schlecht. Und da nehme ich dann immer einfach meinen flüssigen Tomatendünger in die Gießkanne rein und dann dünge ich dort ihn einmal feste. Aber die brauchen wirklich immer wieder Nahrung. Außerdem gebe ich eigentlich über alle Pflanzen so wöchentlich einmal entweder mal eine Brennnesseljauche oder Zinnkraut setzen wir an oder auch die Unkrautjauche, was wir schon gemacht haben. Das ist alles Nahrung für die Pflanzen. Und wenn man da immer wieder mal was ins Gießwasser reintut, das danken an die Pflanzen dann. Und das müsst ihr auch machen. Das ist nämlich das Einfachste, das Billigste. Ja, man kann alles sammeln, während keine Brennnesseljauche. Ne? Brennnesseljauche gibt es ja auch überall Brennnessel. Allerdings, wer in der Stadt ist und hat da einen Garten und kommt nirgends hin, Brennnessel dann zu finden, ist schwierig. Wer keine Möglichkeit hat, Brennnessel oder Zinnkraut oder solche Sachen zu sammeln, der kann auch Pellets verwenden. Die Pellets, die gibt es bei mir im Shop. Ist auch eine super Sache, habe ich selber auch schon angesetzt, wenn ich einmal nirgends hinkomme, weil es extra einmal mit dem Auto wohin fahren, das mache ich auch nicht. Dann nehme ich halt einmal solche Pellets, setze die an und mit denen gieße ich dann oft. Ich gieße auch drüber oder spritze auch damit gegen Mehltau und überhaupt, um die Pflanzen zu stärken. Ja, und Düngen ist jetzt ganz, ganz wichtig. Macht es, weil die Pflanzen, ihr wollt ja noch Ernte haben bis zum September, vielleicht Oktober noch. Und je mehr man denen Futter gibt, umso besser bringen es dann ihre Früchte. Ich wünsche euren Pflanzen einen guten Appetit. Gebt ihnen genug. Ja, und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.